Da wäre ich wieder bei Professor Layton und der Ruf des Phantoms. Das nächste Rätsel steht an. Rätsel Nummer 12. Du musst in allen 12 Räumen des Hotels nach dem Rechten sehen, willst aber möglichst effizient dabei vorgehen. Kannst du dir eine Route aussuchen, bei der du jedes Zimmer nur einmal betreten musst? Das klingt vielleicht schwierig, aber es gibt eine Zahl, mit der man sich den Weg leicht einprägen kann. Welche Zahl ist das wohl? Warum muss ich jetzt eine Zahl angeben? Ich schaue erstmal danach, wie man da durchkommt und versuche dann auf diese Zahl zu kommen, weil ich muss anscheinend ja mehr oder weniger zwei Sachen hier lösen, habe ich das Gefühl. Ich muss ein bisschen konzentrieren. Also meines Erachtens wäre es die Zahl 4. Das Problem ist bloß hier auch wieder, ähnlich wie bei dem Rätsel mit den zwei Tagen, ist für mich jetzt nicht klar sichtlich, ob ich im Raum starte, also im ersten Raum, oder ob ich den ersten Raum mitzählen soll. Aber meiner Meinung nach ist die Zahl 4 hier gerade sehr einleuchtend. Ich kann ein bisschen malen. Also wenn ich den ersten Raum mit reinzähle, ja, dann ist das hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, warum ich die... Ach so. Gut, dass ich es gemalt habe. Jetzt sieht man es natürlich. Die 25. Gut, dass ich es gemalt habe. Das war jetzt wirklich gut, dass ich es gemalt habe. Also, ich meine, den Weg habe ich sofort gesehen. Wie man es jetzt hätte merken sollen, wäre mir nicht klar gewesen. Und mit der 4 war ja einfach nur mein persönlicher Vorgang. Aber hier sieht man natürlich jetzt durch das Malen die Zahl. Ich bin sehr froh, dass ich es gemalt habe. Es ist die 25, okay. Oh, drei Zahlen? Ich hoffe, ich bin dann. Das ist nur so ein. Soll mich auf die falsche Fährte locken, dass ich sagen kann, okay, hier ist halt eine 0. Ich habe Angst. Und voilà, meine Antwort. Ja. Eine herrliche Denkaufgabe. Ja, das war wieder einfach für mich. Aber auch nur, weil ich die Linie gemalt habe. Hätte ich es falsch gemacht, ne? Ich bin froh, dass ich es gemalt habe. Ja. Gut. Effizient. Wenn du die Räume vor meiner 25 abläufst, musst du jedes Zimmer nur einmal betreten. Das war alles. Wie konnte ich ganze schlaflose Nächte darüber brüten? Ich bin euch was schuldig, Freunde. Ich sag euch was. Ihr kriegt das Zimmer mit dem besten Ausblick. Im 302. im ersten Stock. Und für die Kleine bereite ich auch gleich ein Zimmer vor. Das ist sehr zuvorkommend von Ihnen. Herzlichen Dank. Okay. Um was zu erzählen? Wenn mein Hotel heute Nacht untergeht, gehe ich mit ihm. Ich will mich nicht verflecken oder irgendwie sowas, habe ich mir ganz gelesen. Okay, dann gehen wir tiefer hinein ins Hotel. Das ist Zimmer 301. Zimmer 302 ist am Ende des Flurs. Ja, ich wollte nur gucken, danke. Hier scheinen keine Gäste zu sein. Keine Münzen hier? Doch, da. Ganz links, komischerweise. Ein Quadrat rechts auch noch. Ja, das war's, glaube ich. So, auf einen Schlag sehe ich hier nicht mehr. Ja, ich weiß. Wir gehen ja schon weiter. Zimmer 302. Oh, toll! Von hier sieht man ja die ganze Straße. Beim Auftritt des Phantoms haben wir Logenplätze. Andererseits sollte sich das Phantom stets im dichten Nebel legen. Hoffen wir das Beste. Liebend gerne doch, ja. Das Phantom erscheint, Kapitel 3. Wir haben noch ein wenig Zeit, bevor die Sonne untergeht. Wäre es dir recht, uns ein wenig durch North Alley zu führen, Luke?
Sie wollen eine Stadtführung? Jetzt? Nicht wirklich, aber ich werde gern mit der Umgebung vertrauen, wenn das Phantom in Erscheinung tritt. Ach so, richtig. Dann sollten wir aber gleich aufbrechen, bevor es dunkel wird. Wir sondieren unser Umfeld, ja? Logisch, das ist ja essentiell für jede Recherche. Ich bin so aufgeregt. Darüber sollten wir nicht scherzen, das Phantom ist unheimlich gefährlich. Das weiß ich doch. Mach dir keine Sorgen. Der Professor und ich werden das Geheimnis des Phantoms schon lüften. Vergesst bitte nicht, wie rasch man Details übersieht, wenn man nicht stets einen kühlen Kopf bewahrt. Selbst in extremen Situationen ist Ruhe zu bewahren. Ein Gentleman weiß sich immer zu beherrschen. Ein Gentleman? Und jetzt lasst uns aufbrechen. Hallo, Bäumchen. Pflanzen sind doch ein Segen für jeden Raum. Liebevolle Details machen den Charme eines Hotels aus. Münzen auch. Kaum zu glauben, dass ein ungetümliches Idyll heimsucht. Das Phantom ist echt und es wird kommen. Ihr werdet sehen. Gähnende Leere auf der Straße. Man folgt wohl Luxwan. Ich finde hier nichts. Mehr scheint hier nicht zu sein. Nur kleinere weitere Wiederholungen von Texten oder Ausweitungen. Dann können wir den Raum wieder verlassen, denke ich. Professor Layton, was genau suchen wir denn jetzt eigentlich? Zuallererst verschaffen wir uns einen Überblick über die Umgebung. Erkunden wir die Nachbarschaft. Dann sollten wir in die Pike Lane und der Murray Street beginnen. Ja, da wo ich schon mal hin wollte, okay. Alles klar, kann ich auch hier lang? Ja, kann ich. Restaurantstraße. Nee, Gasse, nicht Straße. Ein Rätsel. In dem kleinen Wasserbecken dort hat jemand wohl sein Kleingeld verloren. Es soll Glück bringen, wenn man Münzen hineinwirft. Oh, dann will ich auch. Mal sehen, ob ich noch irgendwelche übrig habe. Wo wir gerade beim Thema Wasser sind. Während sie ihre Taschen durchsuchen, fühlen sie sich doch mal dieses Rätsel zu Gemüte. Okay. Der Wasserträger. Kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Mal gucken. Aber nee, das kommt mir nicht bekannt vor. Alles klar. Die wurde aufgetragen, zwei leere Eimer an je einem Springbrunnen in diesem Park zu befüllen, um möglichst schnell wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Du darfst keine Wege Zauber beschreiten und kein Aufsehen zu erregen. Zeichne den optimalen Aufsehen erregen, weil ich Wasser hole. Du darfst keinen Weg Zauber beschreiten, ja. Zeichne den optimalen Weg ein, den du einschlagen kannst, um möglichst schnell zu sein. Okay. Nochmal mit Verstand, ja? Wir müssen jetzt zwei leere Eimer an die einem Springbogen in diesem Park befüllen. Ich darf keinen Weg zweimal gehen. Wo fange ich denn an? Bei dem Stern oder ist der Stern der Ausgang? Also die X sind da, wo ich die Eimer befüllen werde. Die Eimer sind unten angezeigt. Ich vermute mal, dass der Stern mein Anfangspunkt ist. Ja, ist es gut. Ja, ist es auf jeden Fall. Ist das nicht irgendwie kinderleicht oder bin ich gerade... Verstehe ich das jetzt nicht richtig, weil das ist doch gerade wirklich lächerlich leicht, oder? Oder bin ich jetzt nicht möglichst schnell? Ich meine, okay, die Schwierigkeit liegt darin, dass ich möglichst schnell sein soll. Ich könnte natürlich auch... Kann ich wieder zurück? Ja. Man könnte natürlich auch hier durch, ne? Aber ist das schneller? In meinen Augen ist das viel länger, hier durchzulaufen, oder nicht?
Also das sind die beiden Optionen, die es in meinen Augen gibt. Ja, auf den ersten Blick. Vielleicht übersehe ich auch irgendwie einen wichtigen Punkt des Rätsels, aber. Ist das schneller? Für mich ist das jetzt langsamer. Aber vielleicht zählt nur das jedes Feld, das ich benutze. Also müsste ich die Felder zählen ab dem Punkt. Also ab diesem Punkt hier. Ab dem hier. Also zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das steht schon verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, glaube ich. Ja, gut. Schauen wir nochmal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das ist doch viel schneller. Also, ich habe wieder das Gefühl, dass ich irgendwas fehlverstehe oder irgendwie was komisch formuliert ist oder ich bin blöd, keine Ahnung. Das ist doch viel zu leicht. Das kann niemals die Antwort sein. Ich überlege gerade innerlich, ob es einen anderen Weg gibt. Einen viel kürzeren, der irgendwie versteckt ist, aber. Ich glaube nicht. Da hier. Also da. Ich versuche noch das zu zeigen. Da hier ja eine sehr enge Linie ist, muss ich ja sowieso. Also hier kann ich ja nur einmal durch diesen Haken. Ich könnte niemals hin zurücklaufen. Das geht ja nicht. Und ich muss an die beiden X ran. Und an die komme ich nun mal nur ran, wenn ich so laufe. Anders geht es einfach nicht. Wenn das falsch ist, dann ja, ganz ehrlich, ich mache einfach gut Glück. Und nun der Moment der Wahrheit. Ja, okay, habe ich mir gedacht, dass es falsch ist, weil es zu Das leicht ist. muss ich mir noch mal ansehen. Warum ist es nicht der beste Weg? Woran mache ich denn fest, was der beste Weg ist? Tut mir leid, ich verstehe es nicht. Meine ich mit Geschwindigkeit Distanz zum Ausgang? Ich teste jetzt die andere Option, die ich habe, ja. Das wäre hier durch. Was ich meines Erachtens viel länger finde. Also viel länger finde. Das ist ja nicht kürzer. Finde ich zumindest nicht. Weil ich ja eigentlich viel mehr laufe. Weil es viel länger dauert, die ganzen Windungen hier zu laufen. Weil es auch mehr Schritte sind. Wenn es falsch ist, ist es falsch. Ich, ganz ehrlich. So stimmt es sicher. Ja, okay. Also ich bin anscheinend völlig auf dem Das wäre Holzweg dem Professor nicht passiert. und übersehe irgendwas Extremes. Gut, da muss es hier irgendwie eine Tricklösung geben. Irgendeinen Witz oder so, den ich nicht sehe. Was übersehe ich denn hier, was man als Trick nutzen könnte? Eigentlich. Ich verstehe es nicht. Ich bin fast sicher, dass die Tipps mir überhaupt nicht helfen werden. Wie immer. Da wird ein Rätsel. Letzte Rätsel habe ich so souverän bestanden, aber hier. Schon sich wieder meine Grenzen. Wir haben so viele Münzen. Komm, wir gucken, was die Tipps uns so geben. Du suchst den schnellsten Weg. Vielleicht hilft es, wenn du dir vorstellst, wie du die einmal durch die Gegend trickst. Boah, wow. Was ist. Warum sollte mir das helfen? Mal kurz überlegen. Ich trage die Eimer durch die Gegend. Ich habe einen Eimer. Oh, jetzt habe ich gleich zwei Eimer. Hä? Hat mir jetzt überhaupt nicht geholfen. Dankeschön. Ach so. Oh, ich glaube, ich habe es verstanden. Was, wie hieß es nochmal? Ja, die Bezeichnung schnellster Weg finde ich problematisch. Ich glaube, der meint den einfachsten Weg, oder? Weil der einfachste Weg ist, wenn ich die Eimer erst am Ende mitnehme, weil ich dann eine kürzere Zeit die Eimer tragen muss. Also meint das vielleicht so, aber dann hätte er aber schreiben müssen, einfachste Weg. Wenn es falsch ist, ist es falsch. Ist mir egal. Und nun der Moment der Wahrheit. Ja. Das Ha, ist wieder ein nur nicht Fall. verwirren lassen. Ja, nee, verwirrt hat nichts zu tun. Das ist wie ein Fall von schlechter Formulierung. Genau bei den 2 Tagen damals. Ja? Wenn du von. Hättest du von einfachem Weg sprechen müssen, nicht vom schnellen Weg. Hättest du zu behaupten, oh, du hast halt 2 Eimer in der Hand, bist du langsamer. Ja, wenn ich ein Lauch bin, vielleicht, ja? Also wirklich, das finde ich wieder formulierungstechnisch nicht in Ordnung. Genau bei den 2 Tagen damals, bei dem komischen Mob-Rätsel. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht zufrieden mit.
Ach, Ausgabe sind nicht vielleicht. Da fliegst du rüber mit dem Bild. Ach komm, was soll's. Es ist 50-50, aber ich finde, das hätten sie anders beschreiben können im Rätsel. Aber es ist vielleicht nur meine Ansicht. Jeder kann eine eigene Ansicht haben. Wunderbar. Haben Sie mittlerweile ein paar Münzen finden können? Nicht ein Groschen. Naja, das nächste Mal dann. Das Lokal sieht ganz niedlich aus. In so einer kleinen Nische. Ein herrlicher Platz, um die Aussicht zu genießen. Oh, Monsieur. Ein Rätsel. Steak und Lauchpastete, frisches Brot mit Mohn. Diese Speisekarte macht hungrig. Am liebsten würde ich mir alles zusammen bestellen. Machen Sie Scherze? So viel könnten Sie auf einmal verdrücken? Na sicher doch. Wenn man so viel trainiert wie ich, hat man eben einen gesunden Appetit. Hey, die Speisekarte erinnert mich an etwas. Kennen Sie schon dieses Rätsel? Hier, Emmy? Okay, Rätsel 14 im Café. Rätsel auf Rätsel hier. 20 von 20, okay, sollte machbar sein, ne? In diesem Café befinden sich 4 Tische. Die Speisen und Getränke eines jeden Tisches kosten zusammen gleich viel. Eine Bestellung für 4 Tische fehlt. Für Tisch 4 fehlt noch. Welche ist es? Wählt zwischen A, B und C aus, okay. 4 Tische, die Speisen und Getränke. Solche Rätsel kennt man auch, ganz ehrlich. Da werden immer Sachen gezeigt, wie viel kostet das und so weiter, weil man weiß, dass das und das so viel kosten muss. Also ich kann mir schon vorstellen, wie es funktioniert. Ich will mal kurz lesen, dass ich keinen Fehler mache. Okay. Alles klar. Wir müssen uns immer jeden Tisch angucken und schauen, wie viel das jeweils kostet. Vielleicht können wir so mit Notizen arbeiten, damit das für euch noch ein bisschen eindeutiger ist. Was ich hier gerade für Überlegungen mache. Also, wenn alles gleich viel kostet, da können wir schon davon ausgehen, bei dem, was wir bisher sehen, dass der Toast das teuerste ist. Und ich würde vermuten, dass der Orangensaft, oder was man das sein soll, das zweitteuerste ist. Also ich habe mal 3 als hohe Wertung hier einfach erstmal rein, zum Spaß. Das ist die krüppelste 3, die man hier gesehen hat. Ich glaube, ich mache sie nochmal neu. Das kann man sich ja nicht antun, das Ding. Das ist minimal besser. So, das sagen wir mal 2 hier. Und dann würde ich davon ausgehen, dass die Teetassen hier am allerbilligsten sind. Mit 1. So, gehen wir erstmal von der Tatsache aus. Der Toast ist das teuerste. Ja, das kann gar nicht sein, was ich da gerade rede, ne? Weil wir bei 1 ja 2 Orangensäfte, einen Toast und einen Kaffee oder Tee haben. Während wir hier nur 2 Tees haben. Bei 2 und einen Toast. Ich glaube, da bin ich schon falsch. Ja, bitte alles löschen. Aber ich glaube trotzdem, dass der Toast mehr wert ist, oder? Ja gut, der Toast kann nicht sein. Der Toast kann da nicht hinkommen. Nee, dann ist der Orangensaft mehr wert. Also, wir können ja mal ein bisschen mal so nach Ausschussverfahren gehen, ja? Bei 4, also bei Tisch 4, da kann auf keinen Fall der Toast hin. Weil das würde sich mit dem Tisch 2 beißen. Das kann nicht funktionieren. Wenn der Tisch 2 genauso viel wert sein muss wie Tisch 4, dann kann kein Toast auf Tisch 4. Das ist unmöglich. Orangensaft kann auch nicht. Ja, guck mal. Nach Ausschussverfahren ist das viel einfacher. Orangensaft kann auch nicht, weil dann hätten wir nämlich einen Orangensaft weniger als bei Tisch 3. Das heißt, es muss nochmal dieser Tee sein. Ja, viel einfacher, sowas so zu machen. So stimmt es sicher. Ja. Gar kein Problem. Da gab es einen einfacheren Weg, den habe ich kurz noch erkannt. Okay. Gute Wahl. Eine Tasse Tee fehlt noch. Wenn du dir die Tisch 1 und 3 ansiehst, wird deutlich, dass ein Toast so viel kostet wie 2 Tassen Tee.
Daraus können wir schlussfolgern, dass sich auf jedem Tisch Speisen und Getränke von 4 Tassen Tee befinden werden. Ja, das war der erste Weg, den ich gehen wollte, das so zu machen. Aber ich habe gemerkt, dass es viel leichter ist, weil bei so wenig Auswahlmöglichkeiten ist es sehr leicht gewesen, einfach das Ausschlussverfahren so anzuwenden. Also, egal. Prima. Ich halte es nicht aus. Allein ein Blick auf diese Speisekarte lässt meinen Magen knurren wie ein Wolf. Jetzt habe ich plötzlich auch Hunger. Also mal sehen, was möchte ich denn? Der ist für die Taschen der Gäste, ob mein Koffer passt. Hallöchen. Euch kenne ich noch nicht. Seid ihr zum ersten Mal in Paddys bescheidenen Restaurant? Paddys? Das trifft zu, in der Tat. Also, mir gehört der Laden hier. Sag nichts. Ich weiß genau, was ihr jetzt braucht. Wie wär's mit fluffig frischem Brot mit knusprig leckerem Speck und einer Portion Rührei? Knackiges Gemüse, ein wenig Butter hinzu und tada! Ein Sandwich für den Grummelmagen. Nein, könnt ihr dazu nicht sagen. Die Menge an Wasser, die mir gerade im Mund zusammenläuft, würde eine Badewanne füllen. Hier riecht es wirklich ausgezeichnet. Auf, genießt das Mahl. Und weil ihr es seid, das Brot geht auf mich, Freunde. Wieder nochmal immer relevant. Jetzt scheint es ja gerade nicht zu sein. Auszusagen. Kein Nachschlag. Naja, kommt wieder, wenn euer Magen danach verlangt. Okay. Dann ist hier wohl mehr nichts zu tun. Vorerst. Und wir ziehen weiter. Nein, das war die falsche Richtung. Maus, 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 Maus. Nein, nein, nein! Ich wollte nicht die alte Oma anklicken, sondern die Maus. Egal. Das Phantom wird also die Parallelstraßen angreifen. Jetzt macht aber mal halblang. Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte. Und jetzt soll ich auch noch evakuiert werden. Ah, meine Laune ist weiter unten als im Keller. Helft mir gefälligst mit diesem Rätsel hier. Okay, noch ein Rätsel. Jetzt für 15. Okay, 20. Du hast dich mit einem Freund zum Essen verabredet, aber leider weißt du nicht mehr, in welchem der 4 Restaurants im Ort ihr euch verabredet habt. Du weißt noch, dass sich das Restaurant exakt nördlich der Heldenstatue, exakt südlich der Göttinnenstatue und exakt östlich der Löwetür befindet. In einem Stadtplan sind leider weder die Namen der Statuen noch die Himmelsrichtung verzeichnet. Wo wolltet ihr euch treffen? Uff. Ach so, die ABC sind die Restaurants. Gut, alles klar. Also, mein erster Gedanke wäre jetzt, dass nur ein Restaurant sich himmelsrechnungstechnisch an den Statuen orientiert, unabhängig davon, was für Statuen es sind. Also schauen wir da mal nach. Exakt nördlich. B würde schon mal gehen. Exakt südlich würde auch gehen. Ich sag, östlich geht nicht mehr. Das Problem natürlich bei dem Rätsel ist, dass wir vielleicht doch nicht mal wissen, was Norden und Süden ist, oder? Ich meine, wir gehen natürlich von da aus, dass oben immer Norden ist, aber ist das wirklich so in diesem Fall? Wahrscheinlich verdenke ich die Sachen dabei ein bisschen zu sehr. Aber auf dem ersten Blick würde ich behaupten, dass kein einziger. Ja, doch! Warte. Ah! Und zwar, wenn meine Theorie davon ausgeht, dass das, was oben ist, also, ne, ich zeige es mal eben kurz ein. Normalerweise würde man denken, das ist Norden. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Und ich glaube, dass das hier Norden ist. Und dann passt das hier. Mit A. Oder? Also nicht unbedingt, dass das Norden ist, aber dass man halt das ausrichten muss, dass das Norden ist. Und dann ist wahrscheinlich das, warte mal, Moment, das ist auch wieder falsch gewesen, was ich jetzt gesagt habe. Also man würde normalerweise davon ausgehen, dass das Norden ist. Und das ist nicht der Fall, sondern stattdessen ist, Moment, östlich. Das heißt, das hier ist Norden.
Dann würde das nicht passen. Da ist die Statue nämlich nördlich vom Restaurant, die südlich und die östlich. Wenn das hier die Richtung Norden ist und nicht nach oben. Ich gehe von A aus. Wenn ich falsch liege, dann ist es halt so. Ich möchte jetzt immer mal schnell antworten, weil ich mich gerade echt confident fühle. Ah ja, Kreis. Ja, Kreis. Ja, hier hast du den Kreis. Hallo? Das war ein schöner Kreis, ja? Ein schönes Ei. Das Spiel scheint mit meinen Kreisen gar nicht zufrieden zu sein. Ach so. Ah, ich muss etwas Fehler. Kreativität, etwas Elan und... Ja. Kein Rätsel ohne Lösung. Alpha-Mail, habe ich gehört. Alpha-Rätsel-Mail. Ich hätte es zwar genau falsch umgesehen mit dem besten... Ich dachte, das eine wäre östlich davon. Schaut nicht ein Rätsel östlich? Ich meine, ein Rätsel scheint östlich. Guckt erst bitte nochmal nach. Kann sein, dass ich das falsch gelesen habe, aber ich meine, dass das eine mit östlich stand. Egal, auf jeden Fall meine Idee, dass man Norden und Süden anders, also dass man Norden anders ausrichten muss, war auf jeden Fall richtig. Das ist das Entscheidende, denke ich. So ist es. Ihr wolltet euch in Restaurant A treffen. Nur dieses Restaurant erfüllt alle Anforderungen, wenn du die Karte aus allen Blickwinkeln betrachtest. Ja, das war hier einfach für mich. Das war eher so mein Ding. Mit sowas kann ich eher arbeiten. Besser als Mathe und so ein Kram. Eine neue Karte für die Modelleisenbahn erhalten. Okay, nice. Der Dominika. Okay. Was schon? Ich meine, nein, ich wollte auch Zeit. Leider kann ich nichts gegen den polizeilichen Evakuierungsbefehl ausrichten. Leider. Hören Sie das, Amy? Die Einwohner haben bereits die Räumungsordnung erhalten. Ja, die Polizei scheint wirklich hervorragende Arbeit zu leisten. Ihr und Lukes Prophezeiungen ist es wohl zu verdanken, dass keine Menschen verletzt wurden. Okay. Münzis? Leider verschlossen. Schade, ich wäre gerne mal reingegangen. Einfach so? Ohne Erlaubnis? Okay. Das ist RPG-Style. Ui, eine Schnecke. Ist die niedlich? Warte mal, im Wasser ist was. Haha! Ah, was haben wir bekommen? Seltsame Scherbe. Okay. Schauen wir in Notizen. Die Untersuchung beginnt. Zum Glück hält der bärbeißige Hotelbesitzer immer noch wackere Stellung und hat uns ein Zimmer mit Blick auf die Straße zugeteilt. Dies sollte uns freie Sicht auf das Schattenwesen ermöglichen. Ich kann nur hoffen, dass dem Hotelier nichts zustoßen wird, während wir in seinem Haus auf der Lauer liegen. Stadtbesichtigung. Nun, da wir uns im Hotel einen heimeligen kleinen Stützpunkt einrichten konnten, möchten wir die Zeit bis zur Dämmerung mit einem kleinen Rundgang durch North Alley verbringen. Luke wird dabei den Fremdenführer spielen. Das Ortkenntnis und einige neue Informationen sollten uns vom Erscheinen des Phantoms sehr dienlich sein. Dann hinaus auf die Straße. Okay. Ich glaube, den Park würde ich hier beenden, ne? Das passt, glaube ich, ganz gut gerade. Eisenbahn können wir... Ja, komm, die Eisenbahn haben wir heute noch, oder? Dann versuchen sie wenigstens. Ich speichere mal eben, dann versuchen wir die Eisenbahn noch. Das würde ich wohl noch mal versuchen wollen. Vielleicht schaffe ich sie ja. Ist sie die nächste oder ist das schon... Ja, ist die nächste. Na, wollen wir mal. Pah, kann der Zug nicht schneller fahren? Nicht genug Leistung, wie? Da musst du dein Gefährt mal mit Treibstoff versorgen. Und nun findest du den Weg nicht? Die Zugstrecke muss sich auf jeden Fall kreuzen. Los jetzt. Okay. Hä? Ach so, nein. Ich habe gar nicht gemalt vorher. Ja, mein Fehler. Ich dachte, ich müsste erst Abfahrt. Okay. Doof. Einfach ein bisschen doof. So, schauen wir mal. Das ist das Erste, was man denkt. Wahrscheinlich ist das falsch. Ja, jetzt kann ich nicht mehr abbiegen. Dann komme ich niemals rechtzeitig an. Das nicht. Nein, nicht zurück. Löschen hätte ich drücken müssen. Ja, löschen. So. Der Bahnhof da rechts stört mich aber wirklich ein bisschen. Ich weiß gerade nicht, wie wir da umgehen sollen, ehrlich gesagt. Weil ich muss in den Berg rum. Es geht ja anders gar nicht. Nee. Muss man
Anfang fand ich schon gar nicht so schlecht, hier anzufangen. Ich bin echt gerade im Bahnhof, also. Ja, also. Nee. Kann ja nicht sein. Ich muss ja irgendwie. Spätestens das zweite muss der hier sein. Spätestens. Ich meine, ich weiß, dass der Tipp mit dem Kreuzen das Entscheidende ist, ne? Aber ich weiß gerade echt nicht, wie ich es besser machen soll, trotzdem. Und mit mir der Tipp leider auch nicht viel. One Stroke kriegen wir für die Überlänge zusammen. Ist das nicht schön? Also ich kann mir nicht vorstellen, also das hier fühlt sich richtig an. Einfach das als erstes anzusteuern, weil ich muss danach auch irgendwie hier landen. Dann ist alles schlecht danach. Einfach schlecht. Ich komme da gerade überhaupt nicht hinter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich hier hochgehe, muss ich immer erst hier durchfahren, sonst ist es vorbei. Weil ich muss ja da links rein, anders geht's einfach nicht. Meine ich zumindest. Naja, so geht's auch. Ich hab's, glaube ich, oder? Ja, ich hab's. Okay. Ich hab's. Jo. Schön, haben wir das auch noch gelöst. Immerhin zwei geschafft davon, ne? Steckenkost hier, nicht sonderlich wertvoll, aber ein sehr hübscher Briefbeschwerer. Ein kleines Stück Geschichte, das von vergangenen Zeiten erzählt. Den werde ich zu Hause wieder auf Tafelland polieren. Na, ja, okay. Du weißt nicht, wo der gewesen ist und so, aber. Okay. Gut. Würde ich sagen, das reicht für heute. Hier haben wir noch einiges zu erkunden, wie es aussieht. Allein schon in diesem Bereich. Wir haben ja noch andere Stadtteile, die wir noch nicht mal betreten durften. Also scheint nur einiges zuzukommen in diesem Spiel. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Professor Layton und der Ruf des Phantoms.